Servus Schanzer. 8 Spieltage in der Fußball-Bundesliga sind absolviert und der FC Ingolstadt liegt hervorragend im Rennen. In der Länderspielpause hat FCI TV sich Thomas Linke eingeladen, um mit dem Sportdirektor des FCI über Vergangenes und Zukünftiges zu sprechen. Herr Linke, schön, dass Sie sich Zeit genommen haben für FCI TV. Nach 8 Bundesligaspielen, 14 Punkten, Platz 6, müssen Sie sich hin und wieder noch kneifen oder haben Sie mit so einem Start gerechnet? Naja, also ich glaube, wenn das einer vor der Saison gesagt hätte, dann hätten wir das sofort unterschrieben. Das ist natürlich eine Sensation, wie die Mannschaft in die Saison gekommen ist. Und mit 14 Spielen nach 8, mit 14 Punkten nach 8 Spielen, das ist natürlich ein Wahnsinn. Damit hätte wirklich keiner gerechnet. Spricht aber dafür, dass die Mannschaft mutig geblieben ist und das Selbstvertrauen mitgenommen hat aus der letzten Saison und auch wirklich gesehen hat, dass sie gegen die meisten Gegner mithalten kann. Wenn man so in den sozialen Medien schaut, dann gibt es doch den einen oder anderen Fan, der von jetzt höheren Zielen träumt. Was sagen Sie diesen Menschen, die sagen, Klassenerhalt ist eigentlich schon abgehakt, jetzt träumen wir von höherem? Träumt weiter. Weil ich glaube, die Punkte, die wir holen, die holen wir mit Sicherheit gegen den Abstieg. Und je mehr das in der Hinrunde sind, umso besser. Und wichtig ist, dass die Mannschaft wirklich auch beide Beine auf dem Boden behält und so weiterspielt wie bisher. Mutig bleibt, dann wirst du auch ab und zu belohnt. Dass das nicht immer so sein kann, hat man gegen Hamburg gesehen. Ein Spiel, was du jetzt nicht unbedingt verlieren musst. Aber im Gegensatz dazu gewinnst du natürlich in Bremen auch ein Spiel, was du nicht unbedingt gewinnen musst. Und somit doch für uns die Bestätigung, mutig zu bleiben und dann lieber gewinnen und einmal verlieren als zweimal unentschieden zu spielen. Wenn man nochmal zurückgeht in den Sommer, dann haben Sie ja beschlossen, den Kader noch punktuell zu verstärken, mit der Aufstiegstruppe eigentlich in die Bundesliga zu gehen. Mhm. Fühlen Sie sich jetzt im Nachgang bestärkt? Ja, es war für uns eigentlich außer Frage und es gibt auch, der Weg ist alternativlos. Wir haben gesagt, wir möchten diesen Jungs, die den Aufstieg geschafft haben, auch die Möglichkeit geben, in der Bundesliga sich zu präsentieren und wollten jede Position dann aber trotzdem noch so nachbesetzen, dass wir eine Konkurrenzsituation schaffen in allen Bereichen und ich glaube, das ist uns ganz gut gelungen. Jetzt stehen die Spieler im Rampenlicht, die auf dem Platz stehen. Viel wichtiger sind die Jungs, die im Training immer Gas geben, die auf ihre Chance lauern, die hungrig sind und den anderen immer wieder von hinten zeigen, hoppala, wenn du hier nachlässt, bin ich da. Und ich glaube, das macht uns im Moment so stark und auch den Erfolg aus. Wenn Sie trotzdem noch eine kleine Einschätzung geben können, wie zufrieden sind Sie mit den Neuzugängen? Wenn Sie zu jedem vielleicht noch ein kleines Wort sagen können. Also ich habe es im Trainingslager schon immer gesagt, das Duell im Tor, das war phänomenal, wie die beiden sich pushen, wie die beiden eigentlich die Stürmer im Training schier zur Verzweiflung treiben mit ihren Großtaten, Glanztaten. Und im Endeffekt hat sich Rambo da durchgesetzt. Örjan ist, glaube ich, kein Deut schlechter. Rambo hat jetzt, ich glaube, 5x0 gespielt und deshalb gibt es natürlich auch kein Grund für den Trainer jetzt auf der Position zu rotieren, was mal angedacht war und dem Rambo jetzt auch das Vertrauen zu geben. Aber Örjan ist da mit Sicherheit mindestens gleichwertig und das ist wirklich wahnsinnig schön, das Duell auch zu verfolgen. Markus Suttner hat ein bisschen gebraucht, um sich an die Spielweise zu gewöhnen, wurde dann von Woche zu Woche besser, hatte im Pokal gegen Unterhaching einen unglücklichen Tag. Und ist dann am dritten Spieltag, glaube ich, in die Mannschaft gekommen und hat gezeigt, dass er den Danilo da wirklich fast vergessen machen kann und wird von Spiel zu Spiel besser. Und das freut mich auch für ihn, weil der Anfang doch ziemlich holprig war, auch mit einem neuen System. Austria Wien spielt ein bisschen anderen Fußball, die spielen auf Ballbesitz und attackieren nicht so aggressiv wie wir. Und dann fuchst er sich jetzt immer mehr rein und das macht er sehr, sehr gut. Romain hat im Prinzip auch alle Wünsche erfüllt im Moment, hat sich hier eingefügt, steht auch den beiden Innenverteidigern Marvin und Hübi in keinster Weise nach, ist auf dem gleichen Niveau, zeigt auch immer wieder bei seinen Einsätzen, dass er auf mehreren Positionen auch flexibel einsetzbar ist. Jetzt gerade am letzten Wochenende nochmal auf der 6 richtig gut gemacht als Ersatz für einen Roger. Aber auch als Innenverteidiger oder als Stürmer hat er im Prinzip seine Sache gut gemacht. Also sind wir auch sehr zufrieden. Wen haben wir noch? Elias Kaczunga hat sicherlich am schwierigsten von der Umstellung.
Paderborn oft mit zwei Stürmern gespielt. Wir spielen im 4-3-3, wo er hauptsächlich dann den Außenstürmer spielt. Die Spielweise unterscheidet sich doch sehr von der in Paderborn, sodass man ihm natürlich auch eine gewisse Zeit geben muss, um das System kennenzulernen. Wann attackiere ich weiter vorn, wann lasse ich mich mal fallen. Da lässt er immer wieder seine Klasse aufblitzen. Auch bei den Kurzeinsätzen, fand ich, hat das gut gemacht. Und ja, es liegt an ihm, im Training dem Trainer jeden Tag zu zeigen, dass er da ist und dass er auf seine Chance brennt. Maurice Multhaupt konnte bis jetzt noch nicht zeigen, was er kann. Maurice ist ein sehr, sehr schneller Spieler, der im Moment noch ein bisschen Probleme mit seinem Knie hat, aber jetzt auch schon langsam wieder in der Reha ist und sein Training durchziehen kann, dass er bald auch wieder auf dem Platz stehen kann. Er ist mit 18 Jahren ein Perspektivspieler, der hier jede Zeit der Welt bekommt. Aber mit seinen Qualitäten, mit seinem Dribbling, mit seinem 1 gegen 1, mit seiner Schnelligkeit, würde hier sicherlich seinen Weg machen. Davon sind wir alle überzeugt. Spieler wie Moritz Multhaupt sagen vielen Fußballfans nichts. Wie kommt man auf solche Rohdiamanten? Ja, wie kommt man auf die? Bedeutet viel Arbeit für unsere Scouting-Abteilung, die wirklich jeden Tag unterwegs ist und immer wieder Spiele anschaut, Spieler anschaut. Diese Spieler dann auch über einen sehr, sehr großen Zeitraum versucht zu beobachten, charakterlich einzuschätzen. Und da muss man sagen, was die Scouting-Abteilung in den letzten Jahren geleistet hat, unter Leitung unseres Leiterscoutings Florian Zehe, über Bernd Legin, der uns verlassen hat, die letzten Jahre wirklich einen Top-Job hier gemacht hat, über Manfred Linsmeier, der hinzugestoßen ist im Sommer, und auch Thomas Fink, der jetzt schon fast ein Jahr bei uns ist, der für uns den Norden scoutet, und den Max Christiansen zum Beispiel noch aus seinem damaligen Verein Hansa Rostock kennt. Da muss man schon sagen, was die Jungs leisten, ist sensationell, weil der Weg auch ein bisschen schwieriger ist. Das ist so ein bisschen wie gucken in die Glaskugel. Ein Talent zu erkennen und ein Potenzial darin zu sehen und eine Entwicklung vorwegzunehmen, ist nicht ganz so einfach. Einfacher ist es sicherlich, gestandene Spieler zu verpflichten, die schon was nachgewiesen haben, aber die vielleicht dann auch am Ende ihrer Karriere sind, wo es dann eher schon den Berg wieder runter geht als hoch. Von daher muss man wirklich sagen, die letzten Jahre, was da geleistet wurde und wie die Jungs mich unterstützt haben, gebührt wirklich mein Dank für.